Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mechanism-Tutorial. In dieser Folge soll es mal um den Warbit gehen und ein sehr, sehr schönes Item. Ich finde ich wirklich sehr süß. Und der Warbit wird hergestellt aus 2 Refined Iron, 1 Steel Ingot, 1 Atomic Alloy und 2 Energy Tablets und einer Personal Chest. Dann haben wir erstmal so einen Warbit und der braucht auf jeden Fall Energie. Und der wird nämlich auch erst zum Leben erweckt, wenn er nämlich an einem Chargepad gebunden ist. Das bedeutet, wir haben hier jetzt hier ein Chargepad. Machen einmal Shift und einmal Rechtsklick. Und damit ist unser Warbit am Leben. Ah, ist er nicht süß? Das ist eine wahre Freude, muss man sagen. Es ist super schön. Okay, mit einem Rechtsklick, ganz einfach drauf, können wir verschiedene Modi einstellen. Sagen wir es mal so. Das heißt, wir haben jetzt erstmal auf der linken Seite haben wir erstmal Teleport Back at Home, ist glaube ich ganz klar. Dann Toggle Drop Pickup Mode, ist glaube ich auch klar. Dann haben wir Rename this Warbit, könnte man jetzt hier rename. Wir nennen ihn einfach nochmal Warbit und Confirm. Man könnte jetzt auch irgendwas anderes daneben natürlich, logisch. Und wir können da, also ihm sagen, dass er uns folgen soll. Das heißt, das Following steht momentan auf True und Pickup momentan noch auf False. Ich bewege mich hier mal ein bisschen weg und wir sehen, er folgt mir. Sehr, sehr cool. Wir können ihn auch hauen, das macht man zwar eigentlich nicht so gerne, da passiert nichts. So. Wir können den Warbit, der folgt uns jetzt die ganze Zeit. Mit einem Rechtsklick können wir auf das Interface des Warbit zugreifen, immer noch. Und wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten auf der rechten Seite mit dem Warbit zu interagieren. Also der ist auf jeden Fall auch nutzvoll, muss man sagen. So, das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, da zu sagen, wir haben jetzt hier ein Grafting Interface. Und in diesem Grafting Interface können wir jetzt zum Beispiel einen Wert herstellen. So, aber ganz cool. Das Inventory, zum einen halt natürlich dafür gedacht, um jetzt hier zum Beispiel Eisen reinzulegen. Oder natürlich auch auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier sage, okay, gut, ich setze den Pickup-Mode auf War, haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn ich die Sticks hier einfach mal rausschmeiße, dass er die aufnimmt. Und zack, hat er die aufgenommen. Also beim Farmen halt auf jeden Fall auch sehr hilfreich, wenn man dann halt natürlich nochmal was farmt. Aber man muss leider dazu sagen, das Item an sich ist relativ teuer. Also ist schon eher im Late-Game halt anzusiedeln, muss man sagen. Na gut. Inventory hatten wir, sehr schön. Also das heißt, das landet dann im Inventar, logisch. Wir können auch mit dem Warbit smelten. Das bedeutet, wir können jetzt hier Eisen, aber wir können ja mal gucken, der zieht schon ordentlich was an der Energie weg. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, gerade weil der auch so wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen Energie gebraucht, wenn er sich hier hin und her bewegt oder wenn er irgendwie mal einen Schlag abbekommt. Ich glaube, wenn er einen Schlag abbekommt, braucht er auch Energie. Ja, genau, richtig. Also da haben wir jetzt ja gerade gesehen, wenn der jetzt hier einen Schlag abbekommt, da geht schon ordentlich was weg. Wenn ich jetzt hier ein Iron-Schwert nehme und den haue, geht das auch von der Energie auf jeden Fall weg. Das heißt, am besten nicht schlagen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, dass wir unser Equipment reparieren können. Wir haben noch einen Anvil mit dabei. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, einfach unser Eisenschwert zum Beispiel auch entsprechend zu verzaubern, wenn wir entsprechend die Level hätten. Habe ich jetzt an der Stelle halt leider nicht. Allerdings die Möglichkeit würde bestehen. Ja, an der Stelle war es das vom Warbit. Auf jeden Fall ein kleines, süßes, niedliches Item. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis demnächst. Ciao.